Pirschjagd bedeutet viel vom Pirschstock schießen. Was muss ein guter Pirschstock für dich können? Wie muss der aufgebaut sein? Was muss er mitbringen? Also im Endeffekt, wie du schon sagst, 90-95% der Schüsse sind vom Schießstock aus. Und von daher ist es uns wirklich wichtig, wir arbeiten nur noch mit 2-Punkt-Auflage. Ja. Hier von Jackele oder sowas, die aufklappen, wo du eine 2-Punkt-Auflage hast. Und gerade wenn es weitergeht, stützen wir nochmal den Ellbogen. Mhm. Also die Berufsjäger halten den Ellbogen nochmal fest. Da liegt man einfach stabiler drin. Ja. Und seitdem wir tatsächlich diese Stöcke benutzen, haben wir das deutlich gesehen, haben wir viel weniger Nachsuchen und der Jäger schießt wesentlich präziser, genauer von diesen Stöcken, als wenn man das vergleicht mit früher, wo man ein Bein und zwei Bein benutzt hat. Genau. Macht schon den Unterschied. Ja. Das sollte man vielleicht auch zu Hause üben. Hin und wieder hat man auch mal, wo man am Stein anlegt oder am Baum angestrichen, schießt aber relativ selten, weil, wie du an deinem Bein auch siehst, alles hat Dorn. Ja. Und um die Waffe da durchzuschieben, das wird schwierig. Also wie gesagt, 95% vom Schießstock und das muss halt ein stabiler Stock sein. Der Kunde muss aber wissen, dass wir haben diese Stöcke vor Ort, die brauchen nicht mitgebracht werden. Wenn jemand seinen eigenen bewährten Schießstock mitbringen will, kann er das natürlich gerne machen.